Komm schnell! Yay, wir haben das Gasthaus entdeckt! Juhu! Zeit für euch beide, ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Steck sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen. Genau! Ja, und ich würde mal sagen, wir stecken uns mal nebeneinander in ein Zimmer. Ne? Freuen uns ein bisschen mehr an und schlafen gemeinsam. In zwei verschiedenen Betten natürlich, ne? Jetzt nicht falsch denken, ihr kleinen Kinder. Lustig auch, man kann ja auch zwei Jungs oder auch zwei Mädels in einem Raum setzen, die können sich dann ganz gut verstehen. Ist übrigens mehr oder weniger auch der Grund, warum dieses Spiel in Russland tatsächlich ab 18 ist. Ich verarsche euch nicht, das Spiel ist ab 18 in Russland. Einfach, die sind da halt altmodisch und um es kurz zu fassen, sowas wie Gay Marriage und so. Ja, ich glaube, ich muss da nicht wirklich drauf groß eingehen. Ist halt dumm. Aber naja. Spendiere deinem Team Gold, um neue Items und Ausrüstung zu kaufen. Manchmal wollen Mies etwas Süßes, da sie untereinander teilen können. Manchmal wollen sie auch etwas für sich selbst. Klamotten oder Waffen. Du weißt nie vorher, was sie sich kaufen wollen. Manchmal kaufen sie sich aus Versehen ganz andere Sachen als geplant. Aber das passiert ja schließlich jedem Mal. Oder? Ja, klar. Natürlich. Bist du mir ständig. Naja, ich kenne das alles hier leider schon. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich das cutten werde. Kann sein, dass jetzt schon eine neue Folge ist. Ja. Auf jeden Fall. Wird jede Folge ungefähr 30 Minuten lang sein. Ungefähr. Manchmal auch ein bisschen kürzer. Ich versuche es nicht zu lang zu halten. So, und wir können jetzt nach dem Team sehen. Zum Beispiel die Umform. Du kannst die Helden im Team so gruppieren, wie es dir behagt. Stecke sie paarweise in die Zimmer, um ihre Beziehung zu verbessern. Drei Punkte über den Kopf heißen, hier geht etwas vor sich. Wähle die Punkte aus, um die Ereignisse im Zimmer beobachten zu können. Du bist doch sicher schon ganz gespannt, was so alles passieren kann. Ja, nicht so perverses, aber trotzdem interessant. So. Ich hätte gern einen Besen. Okay. Dann hole ich mir halt einen Besen. Ein Besen! Wow! Jetzt kann ich wie Bibi Blocksberg fliegen. Ja, ist zumindest besser als nur ein Stock, ne? Ein Stock mit, bisschen was drauf. Und, Maike will eine HP-Banane. Nein, danke. Will ich nicht finanzieren. So, gehen wir doch mal mit dem Futter an, ne? Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du deinem Team vorsetzen. Mit jeder Mahlzeit verbessern sich die Werte deines Teams ein klein wenig. Gib ihnen also nach jeder Etappe der Reise ordentlich was zu futtern. Übrigens, je mehr die Helden ein Essen mögen, umso mehr lässt es ihre Werte ansteigen. Erwarte keine dramatische Verbesserung der Werte von Essen, das nicht schmeckt. Gib deinen Helden etwas Leckeres und erfreue dich an rasch wachsenden Werten. Alles klar! Wir hätten einmal ein Schleimgelee, mild fruchtiger Geschmack und sanftes Wackeln. Köstlich. Koboldschinken, unwiderstehlich sind die dicken Scheiben dieses Schinkens. Falterhonig, Nektar aus rosa Blüten mit einem Hauch von Leichtigkeit. Und der Falterhonig Sternchen aus lila Blüten, die nur auf den höchsten Klippen wachsen. Da würde ich mal sagen, Schleimgelee, ja, darfst du mal probieren hier. Schmeckt ihr nicht so. Okay, dann kriegst du mal hier den Koboldschinken. Mike ist auch zufrieden. War mir klar, dass mir Fleisch schmeckt. Null. Ganz ehrlich, in der Demo habe ich es immer so gemacht, dass ich den Charakteren einmal... Also jeder Charakter kriegt eine Sache zu essen. Jeden Tag. Und ich mache nicht deren Mägen voll. Weil sonst, wenn die Mägen voll sind, wäre es eigentlich besser. Aber ich habe gemerkt in der Demo, man kriegt so selten Essen. Deshalb spare ich mir es lieber auch, vor allem wenn man am Ende sehr viele Leute hier drinnen sind im Gasthaus. Deshalb, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob das gut ist. Und ich werde es erstmal so lassen. Genau. Wir sind fertig. Und können nun unsere Charaktere ausblähen.
Aber natürlich wollen wir jetzt gemeinsam aufziehen. Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. Wir sind zu schwach. Mit Maika an der Seite haben wir die Kraft. Ach stimmt, man kann ja jetzt auch Perücken und Make-up machen. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Machen wir aber beim nächsten Mal. Habe ich jetzt vergessen, dass man das machen kann. Weiter geht's. Auf geht's. Ich fühle mich fit wie noch nie. Ebenso. Aua! Uff. Hey, alles okay? Mike hat Maika ausgeholfen. Dankeschön. Oh, Maika ist ihm dankbar. Und das steigt unsere Freundschaft. Und wir tanzen wieder glücklich herum. Mir könnte es nicht besser gehen. Verdammt, wieder so viele. Erstmal den Kobold. Das ist bestimmt gefährlich. Nicht übel, oder was? Erste verträumte Aktion, falsches Ziel. Fehlschlag. Unerwartet angegriffen. Also, war ja doch was Gutes, oder nicht? Na, wie auch immer. Greifen wir den alten Falter an. Bam! Jetzt machen wir 4 Damage mit dem Besen. Leider reicht das nicht. Da muss Maika aushelfen und es klappt. Wie am Schnürchen. Komm, dafür haben wir uns noch ein Level-Up verdient. Juhu! Yay! Maika hält ein Level-Up. Angriff steigt. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Man kriegt wirklich viel Essen anscheinend gerade. Ich habe noch nie so viel Glück gehabt, um 3 Essgegenstände in einem Kampf bekommen. Noch nie. Freut mich. Komm, brennen wir mal ein bisschen. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Das darf doch nicht wahr sein. Ob das Gesicht von Monita hier irgendwo ist? Es müsste an irgendeinem Monster kleben, richtig? Wer weiß. Lass uns weitersuchen. Hoffentlich findet es uns nicht zuerst. Tja. Brauche Gold. Hier sind doch irgendwo Monster. Stimmt, die müssten hier irgendwo sein. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Oh nein! Warum freut sich Maika? Müssen jetzt einen Bosskampf machen! Monita Falter! Alter Falter, ein Monita Falter! Rauf da, Feuer! Er macht richtig viel Damage. Der darf 2-mal! Oh Gott. Nochmal! Ich kann nicht, ich habe keine MP. Moment. Keine MP? Nicht mit mir! Haha! Rauf da mit dem Feuer! Down! Nicht übel, oder was? Danke! Wir haben Monita gerettet! Jetzt kann sie endlich die Switch-Version von Nintendo Land weitermachen. Ja, so viel dazu. Bonuserfahrung 12. Ja, ich würde mal sagen, wir geben es Maika, weil ich gerne hätte, dass alle meine Charakter ungefähr beim gleichen Level sind und ich bin da ein bisschen voraus im Vergleich zu Maika. Deshalb gebe ich es ihr, damit sie ein bisschen aufholt. Ein Fighter ohne Sternchen bekommen. Komm, weg hier, schnell. Yay, ein Gasthaus. Woo! Ganz schnell. Tschu! Hä? Du hast denn den Brief erhalten? Lieber Mike, vielen Dank für deine Hilfe mit $19 Fortnite Card. Ja, ist etwas für deine Mühen. Deine Elvis. Hurra, ein Ausflugsticket erhalten. Aha. Wir schlafen wieder gemeinsam. Ein Bronzeschwert wäre der Traum von Maika. Ja, ich habe kein Geld. Oh, es tut mir leid. Geht leider nicht. Komm, machen wir mal einen Ausflug, würde ich sagen. Du hast dein erstes Ausflugticket erhalten. Wie wär's, wenn du damit gleich mal wen auf einen Ausflug schickst? 2 Leute, die Zeit miteinander verbringen? Das klingt doch spaßig. Wenn 2 Charaktere einen Ausflug machen, steigt ihr Beziehungslevel. Dann machen wir es nochmal. Wohin? Ins Café.
Oh, da würde ich jetzt persönlich nicht wirklich hin, aber komm. Machen wir das mal. Warum nicht? Kostenlos. Mach ich gerne. Wollen wir im Café eine Runde entspannen? Bin voll auf zufrieden. Warum geht's hier gerade? Angekommen im Café. Gluck, gluck, gluck. Oh je. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Soll ich dir was verraten? Ich auch. Oh oh. Er ist wütend und sauer. Aber hey, unsere Nähe wächst. Oh! Level 2. Flüchtige Bekannte. Und wir haben angeben gelernt. Füge Feinden extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Ich weiß nicht, warum da jetzt $19 Fortnite Guard als Diener, sage ich mal, war. Finde ich jetzt irgendwie sehr unpassend, aber okay. Ich konnte es nicht aussuchen. Zum Andenken bekommen wir jedoch 2 MP-Bonbons. Zu denen sage ich natürlich nicht nein. Gut. Aber immer noch genauso viel Geld. Futtern wir noch mal ein bisschen. Was haben wir denn noch so? Den Falterhonig. Könnt ihr mal Maike probieren. Den schmeckt ihr. Schön. Gib her. Ich will haben. Ich könnte ja mal den Falterhonig-Sternchen auskosten. Wir haben 2. Der schmeckt mir natürlich auch. Und kriegen dadurch ein MP ab. Schön. Beide gefressen. Das passt mir eigentlich so. Ja, auf geht's. Aber weiter. HP-Bananen und MP-Bonbons sind wertvolle Snacks, die deine Werte wiederherstellen. Sie werden immer im Gasthaus aufbewahrt. Dein Team schnappt sich die verfügbaren Snacks, bevor ihr aufbrecht. Kommst du zum Gasthaus, werden überschüssige Snacks im Lager deponiert. Keine Sorge, sie werden ganz bestimmt nicht weggeworfen. Alles klar. Ja dann. Let's go! Du, 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 du. Aha. Wir können zwar jetzt zu Mario, wie es scheint, da oben. Aber wir sollten vielleicht erstmal vorbeischauen. Wie es jetzt in Anfangs aussieht. Beim Monitor. Denn Easy hat jetzt ihren Computerchip wieder. Plom. Puh. Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht einfach einem Monster zu verpassen. Wer kommt da auf eine so etwa Idee? So eine Idee. Ich kann nicht reden. Mein Gott. Danke jedenfalls. Und wir halten 200 Gold. Nice. So, jetzt fehlt dann nur noch von Muffet das Gesicht. Von Monika und von dem Villager. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Machen wir mal weiter. Aha. Können wir weiter oder mit ihr reden? Reden wir doch mal mit ihr. Oh, Musik ist cool. Nintendo-Fan Niki. Hallöchen, ich bin Niki. Sag mal, bist du eigentlich ein Nintendo-Fan? Ein was? Ja. Yay! Dann verstehen wir uns bestimmt super. Jedenfalls. Es gibt da doch diese speziellen Figuren. Sie werden Amiibo genannt. Wie die wohl aussehen? Falls du ein Amiibo hast, würdest du es mir zeigen? Joa, ich hab schon eine Menge an Amiibos, die kann ich auch schon zeigen. Was, echt jetzt? Wie toll! Darf ich mal sehen? Ja, entspann dich. Ich hol mal ganz hinten irgendwas raus. Den nehme ich mal. Nehme ich mal Donkey Kong. Blob. Bisschen verstaubt, die Dinger. Aber ansonsten alles normal. Vielen, vielen Dank! Amiibos sind echt toll! Als Dankeschön möchte ich dir das hier geben. Was? Du erhältst Donkey Kong Outfit. Als ich eine Demo gemacht habe, habe ich irgendein Amiibo
reingetan, dann habe ich einfach Tickets bekommen, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil es weiter wie war, kannst du dir mir noch mal gerne zeigen. Ja. Oh, es kann sein, dass wenn man eine Nicht-Nintendo-Amiibo, sage ich mal, also keine Mario-Amiibo, sage ich mal, reintut, dass man dann irgendwelche Tickets und so bekommt. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend, aber ich werde immer mehr als Expertin. Ich kann mich nur nicht entscheiden, welches Amiibo mir am besten gefällt. Aber erstmal hallo. Mein Amiibo? Jo. Nice, okay. Nehmen wir doch mal, wer ist denn nicht so Nintendo-like? Nehmen wir doch mal Olimar. Ja, von dem gibt's zwar auf Mario Kart 8 ein Kostüm, aber ich glaube ansonsten passt er nicht zu Mario. Okay, was gibt's mir dafür? Ja, genau das meine ich. 3 Spielscheine erhalten. Aber da kann ich jetzt den ganzen Tag lang mein Amiibo scannen? Ich könnte alles freischalten, theoretisch, ne? Ja, aber ich glaube, das lasse ich fürs erste Mal. Können wir ja später noch machen. Jetzt gehen wir erstmal weiter erkunden. Auf geht's! Wir sind ganz schön auf Zack. Hey, hetz mich nicht! Nicht so weit nach vorne. Da sind nämlich 2 alte Falter. Feuer! Einer verbrennt. Vorspulen. Easy. Nice. Kein Problem für uns. Säuber, sauber abgeräumt. Nice. Beeilung! Guck mal, die Wolke da sieht aus wie ein Schleimgelee. Sieht für mich eher nach Koboldschinken aus. Ich hab Hunger. Entsetzlichen Hunger. Uff. Hätte ich ihm vielleicht noch mal mehr Essen geben sollen. Dann mal ran in den Speck! Hat jemand gerade nach mir gerufen? Weiß ich nicht, aber können uns entscheiden, für harte oder für zarte. Ja, ich bin Pro-Gamer, wir gehen natürlich für die Harten. Nur die Harten kommen in den Garten. Und hier sind wir. Sind wir beide im Geisterhaus? Das sagst du doch immer. Vier Kobolde? Okay. Das ist schon viel. Aber gut, ich habe ja extra den harten Weg genommen, ne? Darf ich nicht beschweren. Feuer! Was, er stirbt nicht davon? Oh Gott. Verträumt. Nice. Oh, oh nein. Wir brauchen mehr Teammitglieder, um ehrlich zu sein. Stimmt, Streuer. Wir haben keine MP mehr. Zack, gib mir ein bisschen MP. Und dann greife ich wieder mit meinem Feuer an. Keine Ahnung, irgendwen schwächen. Ah! Ah! Erste Verträumtaktion. Schlafmütze. Gute Nacht. Oh, okay. Dass das so gut ist? Ich weiß ja nicht. Feuer! Oh! Die Macht des Horst! HP-Streuer aktiviert! Kraft des HP-Streuers. Nutze dieses mysteriöse Streu, um die HP eines Mii-Charakters zu regenerieren. Ho, ho, ho! Du hast eine neue Kraft erlangt! Gehen dir im Kampf die HP aus! Hast du so gut wie verloren. Nutze also lieber den HP-Streuer, bevor du zu Boden gehst. Doch Vorsicht, der Streuer kann nur begrenzt eingesetzt werden. Setze ihn also mit Bedacht ein. Ho, ho, ho. Alles klar, werden wir machen. Hallo. Danke, Horst, für die Heilung. Wer ist dieser Horst? Hoffentlich werden wir ihn noch kennenlernen. Aua! Aua! Das geht zu weit! Erster Beistand angeben!
Guck mal, wie cool ich bin. Ha, mit dem Besen kaputtgeschlagen. Verträumt. Irgendwie. Nice Gesicht. Ah! Na, warten, Saf! Ha! So viel dazu. Was, man kann mit den Schultertasten auch vorspulen? Okay. Ah, leider kein Level Up. Schade, schade. Hä? Eine Truhe? Na, warum sollten wir sie liegen lassen? Seht ihr? Deshalb lässt man keine Truhen liegen. Man wird dadurch reichlich belohnt. Schön, schön. Ein Gasthaus. Nice. Wir schlafen wieder gemeinsam. Hm? Es ist jemand an der Tür. Ho, ho, ho. Es scheint, als hättet ihr noch etwas Gesellschaft. Wer mag das sein? Ein neues Mitglied in eurem Team. Woher weiß er das? Und wie kriegt er die dazu, zu uns zu kommen? Nur zu zweit werdet ihr den dunklen Fürsten kaum besiegen. Deshalb habe ich ein neues Mitglied für euer Team engagiert. Heißt das neue Mitglied willkommen. Doch wer wird es sein? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Miitopia.